Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Redmi Note Serie stand in der Vergangenheit für eine super Preis-Leistung. Sie war auch sehr beliebt unter den Xiaomi Redmi Fans und hier vor mir liegt jetzt das Redmi Note 11 Pro. Vielen Dank an Xiaomi Deutschland für die Leihgabe des Testgeräts. Nach meinem Test geht das natürlich an euch zurück. Wir schauen uns heute das Gerät im Unboxing und Ersteindruck an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Bei der Verpackung hat sich es eigentlich nicht viel getan. Hier oben das Mi-Logo, dann das Gerät schon abgebildet, Redmi Note 11 Pro. Ich vermute, ich habe die schwarze Version, weil die hier auch abgebildet ist. Wir ziehen es einfach auf und schauen mal nach, was uns da erwartet. Natürlich ein Papiertray, powered by Redmi, ja, / Xiaomi. Redmi, wie gesagt, die Untermarke von Xiaomi, neben Poco, sehr bekannt. Hier ein SIM-Tool. Was haben wir dann noch? Dann haben wir hier jede Menge Papierkram, Warranty Card, User Guide, Safety Information und so weiter und so fort. Und ja, Xiaomi, Redmi typisch, eine Silikon-Schutzhülle, die hier nochmal in einem, ja, in einer Tüte drin ist. Das müsste nicht sein. Aber hier TPU-Case, alle Cutouts sind gesetzt und ja, ich finde es, wie gesagt, immer wieder gut, wenn sowas dabei liegt. Jetzt holen wir das Gerät mal raus. Legen es erstmal auf Seite, schauen den weiteren Lieferumfang an, weil hier kommt doch ein Highlight. Das Gerät kostet UVP 349 Euro, wird immer mal wieder im Angebot sein. Links findet ihr natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Wir haben ein Lade- und Datenkabel USB-C und ich vermute mal auf USB-A. Hier ist das USB-C, dann haben wir hier USB-A, jawohl, noch nicht bei Redmi angekommen, USB-C auf USB-C, aber so langsam fangen einige Hersteller an, das auch mitzuliefern. Da hat das Netzteil dann auch einen USB-C-Anschluss. Hier haben wir den USB-A-Anschluss orange abgesetzt, orange-rot, und das bedeutet bei Xiaomi, bei Redmi 67 Watt. Und das ist wirklich in der Preisklasse eine Ansage. Das haben nicht viele. Bei der Geschwindigkeit könnt ihr den 5000 mAh starken Akku, ich schätze mal so in circa 30 Minuten, 32 Minuten aufladen. Wirklich super. Für den Preis, wie gesagt, ganz toll. Keine Kopfhörer drin. Wir legen es auf Seite. Kommen dann zum Gerät selbst. Hier stehen schon die ersten Specs drauf. Aber ihr kennt mich, die gehe ich alle durch. Wir packen es jetzt aus. Und ja, ich habe die schwarze Version. Das ist schon mal ganz klar hier zu erkennen. Wir machen hier noch den Aufkleber ab und schauen uns die Rückseite an. Und ja, jetzt fragt mich wieder nicht, ist es Glas, ist es Kunststoff? Aber ich habe mal gesagt bekommen von einem befreundeten YouTuber, man kann einen Trick machen, hier an der Kamera ein bisschen drücken, und wenn das sich hier nicht eindrückt, dann ist es zumindest sehr wahrscheinlich Glas. Also eine Glasrückseite, hier nochmal der Redmi-Schriftzug, CE-Zeichen, ist natürlich nicht so schön. Die Optik des Kamerabump hat sich durchaus geändert. Er ist eckiger geworden, wie das ganze Gerät auch. Der Rahmen hier aus Kunststoff, zumindest der Kunststoffüberzug. Man sieht nämlich keine Antennenstreifen. Auf ja, gut erreichbarer Höhe der Powerbutton integriert ist hier der Fingerabdrucksensor, oben drüber die Lauter- und Leiser-Taste, die wirklich super verarbeitet ist. Hier wackelt überhaupt nichts. Die Druckpunkte sind wirklich sehr gut. Und weiter oben Infrarotblaster. Dafür liebe ich die Redmi und die Poco-Reihe. Die verbauen immer auch noch in dieser Preisklasse fast auch einzigartig ein Infrarotblaster. Hier oben zum Steuern von Fernseher, von Sat-Boxen und so weiter. Ja, wir haben hier ein erstes Mikrofon und hier ein Auslass für die Lautsprecher. Also es sind Stereo-Lautsprecher oben am Gerät und auch unten am Gerät. Aber wir machen oben weiter. Hier 3,5 mm Klinkenanschluss. Wirklich auch immer sehr gut. Ich freue mich da, wenn sowas noch am Gerät dran ist. Auf der linken Seite ist nichts, das ist blank. Hier unten haben wir den SIM-Schacht, da pieksten wir rein, was uns Redmi hier anbietet. Und was dürfen wir vermelden? Es ist einmal eine SIM-Karte und hier haben wir eine zweite SIM-Karte, aber auch die Möglichkeit, mit einer Micro-SD-Karte den Speicher zu erweitern. Also ein Hybrid-SIM-Karten-Slot, das ist schon mal nicht verkehrt. Besser wie nur Dual-SIM. Der interne Speicher gibt es zwei Versionen, 64 und 128 GB, UFS 2.2, aber zu den inneren Werten kommen wir natürlich im Laufe des Videos.
Ja, hier unten USB-C 2.0, da brauche ich gar nicht groß zu raten. Selbst die Xiaomi 12 Reihe hat immer noch 2.0 hier als Anschluss. Ein weiteres Mikrofon und den angesprochenen zweiten Lautsprecher. Ja, eckig vom Design, gefällt mir wirklich sehr gut. Machen ja immer mehr Hersteller. Angefangen hat damit ja wie so oft Apple, und die Android-Hersteller machen es dann doch auch immer wieder nach. Ja, Größe des Geräts, und es ist wirklich nicht klein, 76,1 mm in der Breite, 161,2 mm in der Höhe und es ist 8,1 mm dünn. Das finde ich wirklich gut. Der Kamerabump schaut nochmal abgestuft bis zu, ja, ich könnte schon fast sagen 4 mm heraus. Das ist doch schon einiges. Also hier der obere Sensor guckt wirklich schon 4 mm raus. Das ist schon extrem krass. Und dadurch kippelt das Gerät natürlich extrem. Mal gucken, ob das die Hülle dann hergibt, dass es ein bisschen ausgleicht. Wir haben 202 Gramm beim Gewicht. Das ist noch in Ordnung, finde ich wirklich super. Wir schalten das Gerät ein und schauen dann auf das Display. Hier haben wir ein 6,67 Zoll AMOLED-Display, in der Preisklasse auch sehr gut. Full HD Plus Auflösung 395 ppi. 120 Hertz Bildwiederholungsrate bei 360 Hertz Abtastrate, also ein wirklich sehr smoothes Display hier verbaut, und es kann richtig hell werden. 1200 Nits in der Spitze kann es hell werden, also da habt ihr keine Probleme, das Display bei Sonnenschein ablesen zu können. Eine HDR10 Zertifizierung hat das Display auch, Gorilla Glass 5 auf der Front als Schutz und hier oben in der Mitte eine wirklich sehr, sehr kleine Punchhole. Der Sensor hier, der ist wirklich sehr, sehr klein gehalten, der Ausschnitt, das gefällt mir. Da drin versteckt Xiaomi Redmi eine 16 Megapixel OmniVision Sensor mit einer Blende von f2.4, und natürlich könnt ihr das Gerät per Gesichtserkennung darüber entsperren. Ja, Kameras, und dann kommen wir auf die Rückseite. Ein weiterer Highlight ist natürlich die Hauptkamera hier bei Redmi. Es ist eine 108 Megapixel Samsung HM2 Sensor mit einer Blende von f1.9. Dann haben wir einen Ultraweitwinkel, auch kein schlechter, zwar nur 8 Megapixel, aber von Sony IMX355, und dann ein 2 Megapixel Makro. Ja, den können wir gleich vergessen. Galaxy Core Sensor mit einer Blende von f2.4. Fotos über das Gerät, Informationen über das Gerät und auch Fotos von dem Gerät findet ihr bei mir natürlich auf Social Media. Ich blende euch hier oben was ein. Da könnt ihr gerne folgen, da freue ich mich natürlich drüber. Die Hauptkamera kann Videos in 4K aufnehmen, natürlich auch stabilisieren, da zwar nur in Full HD mit einem Ultra Stable Video Modus. Wir haben eine elektronische Bildstabilisierung auf dem Hauptsensor, Autofokus, HDR, ein Nachtmodus. Dann gibt es noch den RAW Modus, da könnt ihr eure Fotos in einem ganz flachen Profil abspeichern, also ganz flachen Farbprofil abspeichern und am Computer mit einem Grafikprogramm, mit einem Bildbearbeitungsprogramm wirklich toll bearbeiten. Kommen wir auf die Front wieder zurück, und hier ist schon alles bereit zur Einrichtung. Ich richte es jetzt mal ein. Als Software haben wir hier leider nur Android 11 mit der hauseigenen MIUI, Oberfläche. MIUI 13 ist es da. Schade, dass hier nur Android 11 drauf ist. Natürlich kommt ein Update auf Android 12, aber so sparen sich natürlich die Hersteller bei so Mittelklasse-Geräten, dass man nicht gleich mit Android 12 startet, weil es gibt Android 12. Auf dem Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro ist Android 12 schon von vornherein installiert. Hiermit sparen sie quasi das weitere Update auf Android 14. Also sie versprechen drei Android-Updates da zu bringen für das Gerät, und dann sind wir halt bei Android 14 und nicht bei 15 wie bei den Flaggschiffen von Xiaomi. Ich richte es jetzt ein, wie gesagt, und dann sehen wir uns gleich in der Oberfläche wieder. In der Oberfläche angekommen, wie gesagt, Android 11 mit MIUI 13. Ihr seht es hier nochmal, das 120 Hertz Display, wirklich sehr, sehr smooth. Die Displayränder zeige ich euch mal. Ich mache mal was Helles im Hintergrund an. Das Kinn ist doch erstaunlich dünn, würde ich sagen. Und auch die restlichen Ränder gefällt mir wirklich sehr gut von der Anpassung. Ja, wir haben ein gerades Display, keine Edge-Kanten. In der Mittelklasse Redmi-Reihe und so weiter sind die meisten Displays eigentlich gerade. Ja, gepowert wird das Gerät von einem MediaTek-Prozessor. Das ist der Helio G96.
Da unterstützt die Mali G57 Grafikeinheit 6 bzw. 8 GB LPDDR4X RAM, 64 oder 128 GB UFS 2.2 interner Speicher, der, wie wir schon gesehen haben, erweitert werden kann mit einer MicroSD-Karte. Ja, so vom Handling gefällt mir es wirklich sehr gut. Auch das Display gefällt mir wirklich sehr gut. AMOLED, Full HD Plus Auflösung reicht hier natürlich bei dem Preis absolut in Ordnung. Die 1200 Nits, da bin ich echt gespannt drauf. Ja, und sonst haben wir natürlich 5G, wir haben LTE, wir haben Bluetooth 5.2, dann haben wir Wi-Fi 2.4 und 5 GHz. Hier fehlt der neueste Standard Wi-Fi 6. Da, ja, spart Xiaomi dann doch ein bisschen. NFC haben wir natürlich auch zum mobilen Bezahlen an der Kasse. 5000 mAh stark ist der Akku bei 67 Watt. Netzteil per Kabel könnt ihr das laden, hier mit diesen starken Netzteil, natürlich kein Wireless-Laden verfügbar und auch kein Reverse, das ist ja wohl klar. Ja, ich bin echt gespannt auf das Gerät. Ich mochte ja schon immer die Redmi Note-Serie, die haben auf meinem Kanal doch eine bestimmte Bedeutung und auch immer einen Platz. Ich bin wirklich gespannt auf den Test. Darauf könnt ihr euch wirklich freuen und das soll es dann gewesen sein für das Video über das Redmi Note 11 Pro. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.